Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir und heute geht es an die Deko. Ich zeige euch auch mal ganz kurz, was ich gekauft habe, was ich besorgt habe, was ich schon hatte, weil ich hatte auch letztes Jahr ein bisschen was eingekauft und was ich jetzt dann daraus mache, das werdet ihr dann im Anschluss sehen. So, ich habe jetzt hier einmal diese Zweige mit so Fake-Zitronen habe ich mir gekauft, die stammen aus Amazon. So, diese hier. Dann habe ich hier einen Leuchtturm. Den habe ich letztes Jahr bei Teddy gekauft, habe ihn aber nie aufgestellt. Dann habe ich hier noch etwas bei Teddy gekauft. Ich wusste, dass diese beiden hier abgebrochen sind, aber das macht mir nichts aus, weil hier könnte ich trotzdem etwas Eigenes hinkleben und solche Klammern habe ich mir auch geholt. Dann habe ich sowas Ähnliches gekauft, voll süß. Auch diese beiden habe ich nie aufgestellt. Aber dieses Jahr wird es Zeit, also es wird ein sehr maritimes und ein sehr mediterranes Thema werden. So, dann habe ich hier diese Zweige bei Woolworth geholt. Die hier waren reduziert. Es war leider das letzte Set. Deswegen sind einige von diesen Blumen ein bisschen, wie soll ich sagen, ramponiert. Genau. Aber ich fand die so schön. Dann habe ich hier wie so Fliesensticker. Da muss ich mir allerdings noch zwei weitere holen, weil ich habe gemerkt, ich wollte das Ganze dann quasi so ein bisschen nebeneinander kleben. Aber das reicht mir nicht aus. Also ich brauche noch ein paar Sheets mehr. Dann habe ich diese Tischdecke bei Rossmann entdeckt. Das ist so eine Papiertischdecke. Wirklich cool. Noch etwas, was ich bei Amazon bestellt habe, sind diese Fake-Zitronen in Scheibenform. Die sind aus Plastik. Dann habe ich bei Woolworth gestern diese Kerzen hier mitgenommen. In, ja, sind die nicht süß? Die sind so süß. Die musste ich mitnehmen. Das waren die letzten. Und es waren auch die letzten, die noch einigermaßen gut aussahen. Der Rest, nee. So, dann habe ich wieder solche Zweige gekauft. Ich habe aber gedacht, dass die Zitronen deutlich größer wären. Das war leider ein Irrtum. Leider habe ich nichts gefunden bei Amazon, was etwas größere Zitronen hatte. Daher habe ich mir ein paar mehr bestellt und möchte die quasi so ein bisschen miteinander verbinden. Also ihr werdet hier, oder, Moment, so, das sind also noch weitere Sets. Die werde ich miteinander dann irgendwie verknüpfen müssen. Dann habe ich hier noch, ja, noch mal eine Blume. Ich habe mir Servietten mitgenommen. Einmal mit diesem schönen Muster und einmal mit Zitronenmuster. Ich weiß noch nicht so wirklich, was ich damit anfangen soll, aber egal. Dann noch eins von diesen Zweigen, Grünzeug. Dann, das habt ihr schon gesehen in einem Haul von mir. Das möchte ich auch irgendwie noch mit einbauen. Ich weiß nur nicht, wie. Es wird also sehr spontan alles werden. Dann habe ich mir diese Wäscheklammern mitgenommen. Ich fand das gut, dass hier blau und weiß mit dabei ist. Aber auch das Rosa könnte ich notfalls verwenden. Dann habe ich hier diese Muscheln mitgenommen. Ich finde die so schön. Da könnte ich jetzt die grünen oder diese weißen hier benutzen. Diese transparenten. Dann habe ich hier etwas Papier. Das ist so ein Block mit verschiedenen Elementen. Das ist eigentlich zum Karten herstellen, aber ich werde damit etwas, ja, also ich habe etwas damit vor. Und ich finde es cool, dass einige von diesen Sheets so einen Hintergrund wie Sand haben. Das finde ich auch geil. Das habe ich übrigens bei, ich meine, ich habe es bei Woolworth gekauft. Aber die Sachen, die ihr zum Beispiel im Teddy sieht, bei Woolworth und bei Action, die kommen meistens aus demselben Gebiet oder aus derselben Fabrik. Keine Ahnung. Also ich habe das Gefühl, man sieht alles, was man in den einen Läden findet, auch in anderen Läden. Nur vielleicht mit anderer Verpackung, aber es ist das Gleiche. Dann habe ich mir diese Perlen mitgenommen. Fand ich sehr schön. Die
Dann diese Meerjungfrauen-Schwänze. Keine Ahnung, was ich damit anfange. Ich fand die süß. Ja, und dann eine Zange. Weil ich muss auch ein bisschen Draht hier biegen. Und da bin ich mal gespannt, ob die mir hilft. Ich hatte schon mal so eine. Aber irgendwie, entweder ich habe sie entsorgt. Ich habe sie aussortiert, weil ich sie nicht gebraucht habe all die Jahre. Und jetzt ist es so, dass ich eine bräuchte. Also musste wieder eine her. Blöd. Naja. So, das war's auch schon. Ich guck mal, wie weit ich komme. Ich habe auch noch weiteres Dekopapier und Sticker. Die müssten hier irgendwo rumfliegen. Und jetzt schaue ich mal, was ich daraus machen kann. Ich habe mir natürlich schon vorab ein paar Gedanken gemacht. Ich habe ein paar Tage mir so eine Art Plan erstellt. Ich habe auch ein bisschen was rumprobiert bezüglich der Deko auf meiner Kommode hier. Und deswegen hat es auch zum Glück nicht so lange gedauert, weil normalerweise bei Dekos, wenn ich neue Dekos mache, dann gilt es halt sehr viel rumzuprobieren, einfach mal zu gucken, okay, was passt zusammen, was passt nicht zusammen. Das musste ich jetzt hier leider nicht so vermehrt machen, sondern ich hatte schon einen gezielten Plan, den ich einfach nur umzusetzen brauchte. Hier zum Beispiel habe ich einmal diese weiche Tischdecke, habe ich einfach mir geschnappt und habe sie dann quasi auf der Kommode platziert, nachdem ich die ganzen Sachen weggeräumt habe. Das habe ich einfach mit Klebefilm befestigt und danach war es eigentlich super einfach, super unkompliziert, die ganzen Deko-Elemente einfach nur darauf zu platzieren. Und es war ein bisschen ein Struggle, weil ich das nicht so wirklich festgekriegt habe, wie man unschwer erkennen kann. Also ich habe so ein bisschen gekämpft mit dieser Tischdeko, weil sie nicht wirklich halten wollte mit dem Klebefilm. Und wenn ich mir so das Endergebnis jetzt angucke, ab und zu mal geht immer wieder mal was ab und ja, das ist okay. Diese Vase hier habe ich von meiner Mutter. Als ich die gesehen habe, fand ich die perfekt. Ich fand sie perfekt. Die hat meinen Namen geschrien, weil ihr seht ja diese Zweige mit den Zitronen, die ich mir bei Amazon bestellt habe. Und die sind doch recht lang. Ich hatte eine andere Vase eingeplant, aber die hat dann nicht so gut gepasst zu diesen Zweigen hier. Und ich mache sie jetzt so ein bisschen auseinander, damit sie so ein bisschen gefächert sind und einfach so aussehen wie so ein schöner Blumenstrauß. Und es passt einfach wirklich sehr, sehr gut. Ich habe dann die Blumen, also diese Dekoblumen, noch hier platziert. Schade, dass ich jetzt nicht mehrere von denen hatte, sonst hätte ich daraus noch irgendetwas Schönes machen können, vielleicht noch irgendwo anders mit einbringen können. Also nicht nur bei diesem Art Blumenstrauß, sondern noch irgendwo anders. Das war jetzt so das Grobe an dieser Deko hier. Also ich habe dann die ganzen Sachen wieder zurückgestellt, die ich vorher abgenommen habe, bevor ich dann ja, diese Tischdeko angebracht habe. Und jetzt kommen die Sachen jetzt wieder zurück an Ort und Stelle. Und danach ging es tatsächlich auch ein bisschen ans Gucken, wohin passt das, wohin kann ich die Sachen stellen, passt es so, kann ich das so lassen. Und diesen Aufsteller hier für meine Lidschattenpaletten, da habe ich mir ein Notizblatt genommen von meinem Blog, den ich habe. Das sind so lauter Zitronen drauf und die finde ich super schön und das Motiv wollte ich unbedingt irgendwie mit einbringen, weil es passt einfach. Es passt einfach. Und da kam mir einfach so die glorreiche Idee, das vielleicht mit einzubringen als eine Art Motiv auf diesem Aufsteller. Das habe ich dann mit so Kleberoller, ich habe so einen Kleberoller von Uhu benutzt und habe das Ganze dann draufgeklebt. Ich will gar nicht wissen, wie viel Arbeit das machen wird, das wieder abzukleben. Denn ich weiß, so Klebe, Film, Klebe, alles was klebt, das ist immer so ein bisschen schwierig. Da empfehle ich euch auf jeden Fall, nehmt euch so einen Ölreiniger
Also so Ölreinigungsmittel fürs Gesicht. Also ich benutze ja den von Balea oft auch, um Klebereste zu entfernen. Das funktioniert echt 1A, ohne Rückstände zu hinterlassen. Und ihr kennt das ja, wenn ihr versucht, so Klebereste mit Aceton oder so zu entfernen, dann ist das nicht immer gut, weil dann beschädigt ihr damit die Oberfläche. Hier habe ich noch so blaue Perlen mir geschnappt und habe die dann so auf dieser Tischdecke verteilt. Ihr seht das quasi nicht von diesem Winkel aus, aber ich werde euch später nochmal das Ganze von oben zeigen. Und es soll quasi wie so eine Art Wasser darstellen. Einfach nur so ein bisschen als Hingucker. Wie gesagt, man sieht das ab hier quasi gar nicht. Und hier habe ich noch versucht, so ein bisschen zu gucken, welche Elemente ich noch mit einbringen kann. Ich habe mich aber dann dagegen entschieden, weil ich wollte nicht, dass es zu überladen aussieht. Und hier nochmal so der Zwischenstand, sage ich jetzt mal. Also recht schlicht und trotzdem so eine Art Hingucker. Und hinter dem Strauß möchte ich dann quasi noch diese Fliesen anbringen. Ich sag euch, das war ein Kampf. Ich sag euch, das war wirklich ein Kampf. Zuerst habe ich versucht, diese Fliesen mit so Fotokleber anzubringen. Die sind von Tesa. Und leider hat das nicht funktioniert. Die sollen ja dafür da sein, dass man so halt so Poster aufhängt. Und ich habe auch extra diese Verstärkten genommen. Leider hat das nicht so gut funktioniert. Es ist mir immer wieder nach. Also hinter die Kommode gefahren, es hat mich tierisch geärgert und ja, es war ein Kampf, sage ich euch. Es war ein Kampf. Aber wenn ihr euch das Endergebnis mal anschaut, ich finde es super schön. Ich habe dann auch meine Kulturtasche platziert, die ich mir halt gekauft habe von DM und da steht ja, das Meer ruft und das fand ich einfach nur so passend. Jetzt machen wir weiter mit dem Schreibtisch und ich mache jetzt erstmal so die ganzen Kisten weg und die alte Deko, die alte Girlande, die ich jetzt hier angebracht habe. Und das mache ich in der Regel immer mit so Garn. Also ich nehme mir Garn, befestige das an der Girlande und mache diese ganzen Garnstränge einfach mit Klebefilm auf dem Regal direkt fest. Und so kann ich das auch richtig gut entfernen. Die Lichterkette hier, die ist von Amazon. Ich habe mir jetzt noch eine zweite bestellt. Die sind richtig gut, weil die kommen mit einem Netzteil. Und die könnt ihr dann eine Steckdose dran machen. Da gibt es noch zwei USB-Anschlüsse. Da könnt ihr nochmal eine weitere anbringen. Ihr könnt euch auch aussuchen, welche Farben die Kugeln haben und auch welche Anzahl ihr haben möchtet. Ich habe hier die maximale Anzahl, weil ich ja trotz allem noch sehr, sehr viel Fläche habe, die ich damit abdecken möchte. Und das klappt wirklich sehr, sehr gut. Die Lichterkette, da habe ich mir was überlegt. Ich nutze dafür, um sie anzubringen, Klettverschlüsse. Ich habe mir so Sticker gekauft mit so also als Klettverschlüsse. Und den Gegenpart klebe ich nochmal zusätzlich an die Lichterkette. Und damit könnt ihr die Lichterketten immer wieder dran machen, dann wieder abmachen, ohne dass ihr da großartig kämpfen müsst. Das ist schon richtig, richtig praktisch. Die Girlande, die ihr jetzt hier seht, diese Zitronengirlande, das sind mehrere. Ich glaube, es sind drei Stück, die ich hier aneinander geknotet habe. Das war eine Arbeit, sage ich euch. Das war ein Act. Ich habe hier wie so eine Art Draht benutzt und habe sie miteinander verbunden, damit es so ein bisschen voller aussieht, weil ich wollte ja ein bisschen, ja, ein bisschen Volumen haben, sagen wir es mal so. Und auch diese Girlande habe ich mit so Garn befestigt. Also genauso wie diese Blumengirlande habe ich dafür Garn benutzt und das ist eigentlich super easy. Man braucht natürlich ein bisschen Fingerspitzengefühl, um das Ganze zu befestigen. Hier habe ich zum Beispiel die Enden nochmal versucht anzubringen und auch das Ganze so ein bisschen zu befestigen. Und ja, das hat eigentlich sehr, sehr gut funktioniert.
Nur leider, ich finde es total schade, dass die Zitronen nicht groß sind. Ich frage mich, warum die auf den Produktbildern auf Amazon, warum die so groß aussahen. Und ich war dann so ein bisschen enttäuscht, als ich sie gesehen habe. Aber gut, ich kann das nicht ändern. Und ich finde es auch mega schade, dass die eine andere Farbe haben als dieser Zitronenstrauß, den ich vorhin angebracht habe in der Vase. Und ja, das passt einfach nicht so gut zusammen. Das finde ich sehr, sehr schade. Aber okay, wenn man die Deko jetzt einzeln betrachtet, ergibt es Sinn. Dann ist es ziemlich stimmig, wenn man das zusammen betrachtet. Dann könnte man meinen, dass es nicht so gut passt. Ich kann es halt nicht ändern. Es ist so und ich muss damit leben. Ich habe wirklich gesucht. Ich habe Shops gesucht, die vielleicht noch andere Zitronengirlanden anbieten, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob ich zu spät dran war, danach zu suchen, weil ich habe relativ spät damit angefangen, nach Deko zu suchen, oder ob, vielleicht gibt es ja einfach kein Angebot, das ist es halt. Es gibt vielleicht kein Angebot, vielleicht mögen die Leute nicht unbedingt Zitronengirlanden, was ich durchaus nachvollziehen kann, weil es ist da eigentlich schon recht speziell, was so Deko betrifft, aber nun gut. Ich habe mir eine zweite Lichterkette gekauft und die sollte auf jeden Fall eine etwas andere Farbe haben. Eigentlich wollte ich meine blau-grüne Lichterkette beibelassen, aber dann habe ich mich dagegen entschieden und habe mich dann für diese cremefarbene Lichterkette entschlossen. Die passt ja auch gut in den Herbst und das war so meine Überlegung, entweder sie im Herbst zu benutzen mit Herbstdeko. Ja, das war so mein Gedanke, als ich sie gekauft habe. Das war übrigens so letztes Jahr oder so. Oder sie halt durchgängig, also das ganze Jahr über hängen zu lassen, weil die doch recht neutral ist, sagen wir es mal so. Und die passt jetzt sehr, sehr gut für diese Deko hier. Hier befestige ich übrigens noch ein paar Blätter, die abgefallen sind. Es sind ein paar Blüten abgefallen, die musste ich wieder mit Sekundenkleber wieder anbringen. Und hier ist auch schon die Lichterkette. Die habe ich davor schon vorbereitet, habe diese Klettverschlüsse da angeheftet. Ich musste hier zusätzlich noch mit Nähgarn arbeiten, weil ich habe die Klettverschlüsse da erstmal mit Sekundenkleber geklebt, aber ich kannte das schon von meiner letzten Lichterkette, dass diese Klettverschlüsse trotz Sekundenkleber immer wieder abgefallen sind. Also habe ich mir was überlegt, habe so ein Nähgarn genommen, habe das nochmal drumherum gewickelt und habe erst dann Sekundenkleber angebracht und dann es hält einfach deutlich besser dadurch und hier bringe ich das Ganze an. Also ich habe hier eine bestimmte Position, wo ich die Klettverschlüsse angebracht habe und den Gegenpart habe ich direkt an der Lichterkette angebracht. Also wenn ihr eine Methode sucht, um sowas anzubringen, weil ihr vielleicht Deko-Girlanden öfters mal wechselt, dann ist das halt für mich persönlich die beste und einfachste Methode. Hier räume ich die ganzen Sachen raus, die in den Schränken drin gestanden haben. Und dann ging es auch schon los. Auch hier habe ich mir grob überlegt, was ich denn da so alles reinstellen möchte. Ich habe mich dazu entschlossen, nur die oberen drei Kästen wirklich mit Deko auszustatten. Einfach um mir so ein bisschen wie so eine Landschaft, also so eine durchgängige Landschaft herzustellen. Und die unteren, die sollten auf jeden Fall so bleiben, wie sie waren. Und hier platziere ich einmal das Dekopapier. Ich habe euch das Dekopapier ja zu Anfang des Videos gezeigt und möchte quasi die als Hintergrund nutzen, zumindest in diesem Kasten hier. Das war leider auch sehr schwierig mit diesen Fotostickern, die ich dafür verwendet habe. Das hat leider auch nicht so gut funktioniert. Da musste ich wieder zu Klebefilm greifen, was mich leider auch so ein bisschen
Ja, es war ein Kampf. Auch hier sind die ganzen Blätter abgefallen und ja, was soll ich sagen? Ich habe mir so Bilderrahmen gekauft. Ich sag euch, kauft sie bitte bei Woolworth, weil bei Woolworth gibt es deutlich mehr und eine schönere Auswahl als zum Beispiel bei Teddy, wo ich sie gekauft habe. Und leider war das Problem, dass diese Bilderrahmen, die ich gekauft habe, die haben ja hinten so einen Aufsteller. Diese Stütze ging nur nicht. Also sie war so schwach, dass sie den Bilderrahmen nicht halten konnte. Deswegen habe ich auch hier so hin und her gekämpft. Und jetzt ist ein Kasten jetzt schon durch. Also ich habe den Leuchtturm da reingestellt, habe dieses Papierschiffchen, diese Kerze mit reingestellt. Und in den Bilderrahmen habe ich einen Teil von diesem Dekopapier. Ich hatte ja zwei Bögen davon und da habe ich einfach den Teil mit den Palmen rausgeschnitten, habe ihn in den Bilderrahmen gesteckt und den zweiten Bogen habe ich dann als Hintergrund benutzt, sodass es eine Einheit ergibt. Und diese Wolke, die ihr da seht, das ist von meinem Parfüm von Ariana Grande, dieses Cloud-Parfüm. Das ist ja eine Halterung für das Parfüm. Und ich dachte, warum nicht als Deko missbrauchen? Und das habe ich dann quasi nebendran einfach gestellt, weil ich dachte, das sieht so ein bisschen aus wie so Nebel, was halt über dem Meer schwebt. Das hat sehr, sehr gut gepasst. In den zweiten Kasten, da musste ich so ein bisschen gucken. Ich wollte natürlich den unteren Teil, wo dieses Boot zu sehen ist, ich wollte es eigentlich so ein bisschen verstecken und deswegen habe ich diese Korallenaufsteller, habe ich dann quasi angebracht. Davor habe ich diese Korallenaufsteller. Ich habe nochmal bei dem einen, da wo die kaputten Wäscheklammern dran waren, die habe ich dann ausgetauscht, habe dann neue und frische dran geklebt, damit ich auch hier nochmal ein paar Bilder dran kleben konnte, also dran heften konnte. Und ich habe diese Muscheln, diese glänzenden Muscheln, die ich euch am Anfang auch gezeigt habe, die habe ich auch nochmal mit drauf geklebt. Das hat super schön ausgesehen. Das hat das Ganze nochmal so ein bisschen ergänzt. Und in dem dritten Kasten, da musste ich mir tatsächlich überlegen, was mache ich, was nehme ich als Hintergrund. Ich habe mich dann für diese Servietten entschieden, nur leider sind sie ja nicht groß genug, um ein sehr deckendes Bild zu ergeben. Deswegen habe ich mich entschlossen, diese Servietten aufzuklappen und zwei nebeneinander zu kleben. Ich habe mich dann zum Schluss dafür entschlossen, damit man diese Kante jetzt, die ihr hier gerade seht, damit man die zum Schluss nicht sieht, habe ich dann diese Boxen, die ihr dann gleich sehen werdet, die habe ich dann direkt vor diese Kante gestellt, damit man das Ganze nicht so offensichtlich wahrnimmt, wenn man das anschaut. Nur wenn man wirklich genau hinschaut, dann hätte man das gesehen. Aber ja. Hier schneide ich noch einen zweiten Bogen an Dekopapier zurecht. Und zwar soll das quasi wie so Sand aussehen. Das sieht man nur leider nur von oben. Und hier seht ihr auch schon diese Boxen. Die habe ich dann quasi auf die andere Seite einfach gestellt, damit man diese Kante nicht sieht. Und dieses Dekopapier sollte dann quasi wie so Sand darstellen. Deswegen habe ich es unten hingeklebt oder hingelegt. Und hier seht ihr diesen Stuhl. Den habe ich mir ebenfalls im Teddy gekauft. Und ich hatte noch meinen kleinen Schlüsselanhänger, diesen Pinguin. Der hatte davor auch im Regal schon gesessen. Der hatte schon seinen Platz. Und ich dachte, oh, der hatte eigentlich die perfekte Größe für diesen Stuhl. Also habe ich ihn einfach mal da drauf gesetzt. Ich fand es einfach nur so putzig. Ich finde, er hat einfach nur so gut auch von den Farben her gepasst und deswegen habe ich mich entschlossen, ihn mit einzubringen. Und jetzt verteile ich noch mal ein paar Perlen, noch mal ein paar Muscheln und jetzt habe ich mir überlegt, okay, was mache ich denn mit diesen restlichen Fliesen? Hier seht ihr noch mal, was ich noch mal mit einem zweiten Dekobogen gemacht habe und ich habe mir nämlich noch einen größeren Bilderrahmen gekauft. Und zwar habe ich mir dieses
Strandmotivmuster habe ich da reingemacht, damit ich nochmal so ein schönes Bild hatte, was ich anschauen kann jedes Mal, wenn ich daran vorbeigehe. Ich finde es herrlich, ich kriege da sofort Sommerlaune. Und hier seht ihr nochmal, wie das Ganze dann letztendlich aussieht, so im großen Bild. Und an diese Korallenaufsteller habe ich noch zwei Bilder gehängt von einem meiner Lieblingssänger von Woods. Und den Lightstick habe ich, der zu ihm gehört, einfach nur hinten dran gestellt, weil auch hier nochmal das Thema Sommerstrand eine Rolle spielt. Und hier seht ihr nochmal die Muscheln und diese beiden Buchaufbewahrungsboxen. Ich finde es herrlich, ich finde es schön und auch mit dieser Deko-Girlande. Ah, ich liebe es, ich kriege da sofort Sommerlaune. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Und wir sehen uns wie immer beim nächsten Mal. Macht es gut. Ciao, ciao.